In der heutigen Folge des Erfolgreich Verhandeln Podcasts habe ich einen ganz spannenden Gast eingeladen. Und zwar ist das Chris Eckert. Ich spreche mit Chris über Cyberkriminalität, über Wirtschaftskriminalität und wie du dich und dein Unternehmen vor solchen Gefahren schützen kannst. Chris ist Geschäftsführer und Partner der Swiss Business Protection AG und Inhaber der Econ Plus GmbH. Und Chris wird immer dann gerufen, wenn es in einem Unternehmen einen Angriff gab, und zwar entweder online oder auch offline. Und Chris hat jahrzehntelange Erfahrungen gesammelt, wie du dein Unternehmen schützen kannst. Und was Chris ganz spannend macht, ist, dass er als Mr. X, also quasi so als als Mr. X dann versucht, in diesen Unternehmen einzudringen. Also er greift im Auftrag dieser Unternehmen die Unternehmen an, indem er versucht, mit seinem Team dort reinzukommen und an sensible Daten zu gelangen. Und wie das funktioniert und wie du dich selber dabei schützen kannst, dich und dein Unternehmen, das verratet Chris in der heutigen Podcast-Folge. Und los geht's! Hey, hallo Chris. Schön, bist du heute mein Gast. Wie geht's dir? Ja, hallo Frederik. Es geht wunderbar. Es geht sehr gut. Viel am Arbeiten, viel unterwegs und habe mir aber jetzt die Zeit freigeschaufelt für dieses Interview mit dir. Ja, wunderbar. Auf das freue ich mich sehr. Wir haben es bereits einige Male probiert. Und aufgrund von deinem Thema, wo du unterwegs bist, was aktuell gerade ja überall sehr, sehr, sagen wir so, auf der Prioritätenliste ganz oben ist bei vielen Unternehmen, bin ich natürlich umso dankbarer, dass du dir heute Zeit nimmst und mir für dieses Interview da zur Verfügung stehst. Chris, wir haben uns vor mittlerweile, ich glaube, 2 Jahren war das erste Mal kennengelernt und da hast du einen Vortrag gehalten und hast dich als Mr. X bezeichnet. Nimm uns mal mit, wie du zu dieser Bezeichnung gekommen bist und was da der Hintergrund dabei ist. Ja, das war eine Vorstellung, eine Präsentation und da habe ich mir kurzfristig ein Pseudonym zugelegt, was ich ab und zu eben auch in der realen Berufswelt tun muss oder tun kann und habe es kurz so in einem Beispiel erzählt, was der Mr. X tut, beziehungsweise in welche Rollen er dann und wann zu schlüpfen vermag. Mhm. Ja, und der Mr. X, den habe ich dort gespielt als sogenannter Social Engineer, als jemand, der in eine Firma eindringt, physisch versucht reinzukommen und Informationen, Daten etc. stiehlt, aber natürlich im Auftrag einer Firma, einer Unternehmensführung, um das Sicherheitsdispositiv auszutesten. Ja, also es gibt ja im ganzen Handel gibt es also die sogenannten Mystery Shopper, die gehen irgendwo rein und die machen dann eine Bewertung, wie wurden sie begrüßt, wie wurden sie als Kunden quasi behandelt, wie wurden sie beraten, und um quasi das Shopping-Erlebnis zu beurteilen. Aber du bist was ganz anderes, du bist der Mr. X, also es ist auch eine Art Mystery, aber in dem Fall wie ein Einbrecher oder so, wie einer, der ins Unternehmen eindringt und dann versucht, irgendwelche Daten zu stehlen, irgendwo reinzukommen. Also wirklich so wie ein bisschen wie in einem Hollywood-Film. Und ich war damals total fasziniert, als du mir das erzählt hast, weil bis dato war mir das gar nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt. Und jetzt die Frage, die ich dir damals schon gestellt habe: Wie kommt man dazu, dass man so etwas macht und dann auf dieser Basis auch ein ganzes Business gründet? Ja, die Vorgeschichte, die liegt natürlich schon ein paar Jahrzehnte zurück. Dazu komme ich dann nachher noch. Aber das Bedürfnis gerade von unseren Kunden oder von einem Teil unserer Kunden ist natürlich die, sagen wir mal allgemein gesagt, ihre Sicherheitsdispositive auszutesten. Das heißt, sie haben irgendwelche Verantwortliche, die für die Unternehmenssicherheit zuständig sind. Die bauen das dann auf, testen es meistens nicht aus und geben dann der Unternehmensführung eigentlich zu verstehen, dass jetzt die Firma sicher ist, vor allem im Bereich der Informationssicherheit oder IT-Sicherheit.
Und die Vorfälle, die da passieren oder die Angriffe, die passieren nicht nur im Bereich der Cyberkriminalität, die sprechen eben ein anderes Bild. Das heißt, nach wie vor gibt es Möglichkeiten, die Unternehmenssicherheit eben auszuloten bzw. auszunutzen und eben physisch einzudringen. Nicht wie ein Einbrecher, der zuerst noch Sachbeschädigungen durchführt, um irgendwo einzudringen und was zu stehlen, sondern wir oder der Mr. X, das ist ja nicht nur ich von unserer Firma, sind mehrere Personen, sogenannte Social Engineer, die mit List, mit Legenden versuchen, die ganze Sicherheitsinfrastruktur auszunutzen und zu überpölpeln, sagen wir mal so. Und im Gegensatz zu diesen Hollywood-Vorstellungen, die du vorher gesagt hast, wollen wir kein Hollywood. Wir wollen, uns ist am wohlsten, wenn es wenig Leute hat, wenn es gar keine Leute hat. Weil je mehr Leute beispielsweise von einer Firma rumstehen oder in der Nähe sind, je unangenehmer ist es für uns und je mehr Möglichkeiten gibt es eben, dass wir auffliegen. Ja, also wie muss man sich das genau vorstellen? Das heißt, ich bin jetzt Unternehmensinhaber, jetzt komme ich zu dir und sage, Chris, könntest du mal überprüfen, ob wir quasi sicher sind, ob unsere Daten, aber auch unser Gebäude, unsere Zugänge, ob die sicher sind? Und jetzt hast du gerade gesagt, eben, da wird dann nicht eingebrochen, es wird also kein Sachschaden gemacht, sondern ganz anders. Du hast immer jetzt schon zweimal genannt, deine Social Engineers. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Beobachtest du dann über mehrere Tage, Wochen das Gebäude, die Zugänge, versuchst du irgendwie reinzukommen, eben ohne Sachbeschädigung, sondern irgendwie, ja, wie muss man sich das vorstellen? Bist du dann da irgendwie verkleidet als Paketbote oder was? Oder was sind so Möglichkeiten, die ihr da austestet? Ja, ist in der Tat nicht einfach so, dass man den Auftrag erhält und dann am nächsten Tag diesen sogenannten Angriff, wir nennen das in der Fachsprache auch Red Teaming, Angriff durchführen, sondern es braucht ziemlich umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen. Das heißt, wir beobachten natürlich selbstverständlich, wenn der Auftrag wir bekommen haben, beobachten wir. Wir wollen wissen, wie beispielsweise sind die Ströme der Mitarbeitenden, wann kommt, wann beginnen die ersten ins Büro zu kommen, wenn wir ein Büro praktisch nehmen, als Beispiel, wie sind die gekleidet, wo wird parkiert, wo kommen Lieferanten und wann wird beispielsweise das Essen für die Kantine abgeliefert. Gibt es Sicherheitsvorkehrungen, die beispielsweise durch Handwerker eben nicht befolgt werden müssen, die einfach reingelassen werden, die vielleicht nicht begleitet werden etc. Und wir suchen uns dann den einfachsten Weg oder die einfachsten Wege, um eben unbemerkt da reinzukommen oder den Versuch, unbemerkt reinzukommen. Oftmals ist das nicht einfach so möglich. Es braucht eine Legende. Wir müssen also schauen, wenn man beispielsweise an eine Rezeption geht und dann begleitet wird durch einen Mitarbeitenden, dann muss man sich eine Legende zurechtlegen, dass man eben doch begleitet reingelassen wird und dann vielleicht irgendwann unbeobachtet beispielsweise in einen Serverraum eindringen kann oder in ein Büro der Geschäftsleitung, um zum Beispiel einen Personalordner zum Schein zu stehlen oder eine Buchhaltungsfestplatte mitgehen zu lassen, etc. Alles zum Schein, um eben dann aufzuzeigen, hey, da habt ihr in dieser ganzen Kette von Sicherheitsmaßnahmen in eurem Sicherheitsdispositiv gibt es Schwächen. Mhm. Und die Schwachstelle ist immer, immer der Mensch. Ja. Die Schwachstelle, kann man auch sagen, die Chance, positiv formuliert, ist der Mensch. Es ist immer der Mensch, der die Fehler zulässt oder macht. Mhm. Also du hast gesagt, so Legende, also es müssen auch sehr gute Storyteller wahrscheinlich sein, die auch überzeugend sein müssen, dass man die halt reinlässt zum Beispiel.
Genau, glaubhaft gekleidet, glaubhaft, eine glaubhafte Geschichte parat, auch wenn man überrascht wird. Also man stellt sich vielleicht vor, man ist durch eine List in einen Bürotrakt zu kommen, ist dann beispielsweise in einem Kopierraum, weil dort sind immer sehr viele Informationen beispielsweise vorhanden, sind Daten aufgehängt oder im Papierkorb gibt es ganz viele Informationen, die eigentlich gerettet werden sollten. Und man wird erwischt durch irgendeinen Mitarbeiter. Und wenn man dann keine Ausrede, keine glaubhafte Geschichte parat hat, dann fliegt man eher raus. Und das sind natürlich die Vorbereitungen, die man Infos haben kann. Da gehört eine große Portion Vorbereitung immer dazu. Und die Identifikation bis hin zum Schein dort weilenden internen Mitarbeiter, den man noch nie gesehen hat. Okay. Ja, also das heißt, man hat dann wirklich so eben die Kleidung, die zum Handwerk zum Beispiel passt oder zum IT-Techniker, der da kommt, von der Kleidung über den Badge vielleicht, den Ausweis, die Geschichte, die stimmen muss. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wenn du dann erfolgreich warst, dann meldest du wahrscheinlich dem Unternehmen, hey, wann können wir ein Meeting machen? Dann kann ich euch das mal präsentieren. Ist es schon mal vorgekommen, dass du dann sitzt dort und dann kommt der Sicherheitschef rein, sieht dich und erschrickt, weil er dich letzte Woche gesehen hat, verkleidet als Handwerker oder so? Ist das schon mal passiert in diesem Beispiel? Ja, diese Beispiele gibt es, weil eben der Sicherheitschef oder in der Regel, wenn die Firmen keinen Sicherheitschef haben, eigentlich der zuständig ist, dann wird es oft eben an die IT-Abteilung delegiert und ungerechterweise sind die dann an allem schuld, obwohl es in der Organisation eben wahrscheinlich noch große Manko hat. Und da gibt es schon unterschiedliche Reaktionen, es gab auch eine Situation, da ist dann einer mal, als er mich gesehen hat, ist er wieder gegangen und der war den ganzen Tag nicht mehr erreichbar, der Geschäftsführer aus. Ein Verantwortlicher, dann gibt es das große Rauschen, aber wir versuchen das natürlich nicht auf Personen bezogen zu machen, sondern es ist meistens eben in der Organisation was falsch oder eben nicht richtig durchdacht. Und am Schluss sind es natürlich meistens das Facility oder die Sicherheitsverantwortliche, die da irgendwo halt zur Kasse gebeten werden, was die Manko betrifft. Aber letztlich, Sicherheit ist Chefsache, ist ein Spruch von mir, den ich schon Jahrzehnte verwende und sind die Chefs, die sich mit dieser Thematik befassen müssen und auch verantwortlich sind, dass die Organisation entsprechend ist. Ja. Und klar, wir machen Fotos von den Begebenheiten, die wir ausnutzen konnten. Wir rapportieren sehr genau von der Zeit, wie lange wir beispielsweise in einem Bürotrakt unbegleitet waren, was wir dort alles anstellen konnten. Wir legen auch teilweise Fallen, so zum Beispiel USB-Sticks, die wir entsprechend beschriften, sodass sie vielleicht noch etwas attraktiver sind, damit man sie einsteckt, was ja eigentlich auch immer man nicht tun sollte, einfach einen fremden USB-Stick einsteckt, aber die meisten Leute tun das so oder so unüberlegt und wir geben dann einen Bericht ab, machen Präsentation und selbstverständlich, wir schreiben alle Empfehlungen auf und wo man nachbessern muss, bis hin zur Möglichkeit, dass wir sie, also die Firmen eben auch unterstützen mit der Umsetzung, Planung und Umsetzung natürlich. Ja, so quasi, ja, dass es dann nicht mehr passiert, weil du hast gesagt, eben die größte Schwachstelle ist der Mensch. Und wenn die Prozesse ja so gut wären, dann könnte man diesen Unsicherheitsfaktor Mensch ja quasi dann ausschalten, oder? Ja. Also du hast gesagt, Social Engineers, was sind denn so Tricks, die immer wieder
die immer wieder funktionieren, wo du sagst, hey, das funktioniert immer wieder. Einer war ja das mit dem USB-Stick, ja? Dass man dann irgendwie als Werbegeschenk kriegt, man überlegt sich nichts, man steckt den ein oder was auch immer, das erlebe ich auch immer wieder. Ich würde nie einen fremden USB-Stick irgendwo rein in den Laptop stecken oder so, also das ist ja relativ einfach. Was gibt es sonst noch so für Tricks, die immer wieder funktionieren? Ja, eben, du hast es vorhin ganz am Anfang noch erwähnt, als Handwerker verkleidet, glaubhafte Kleidung als Handwerker, da kommt man eigentlich ziemlich weit, wenn man denn noch irgendeinen Namen sagen kann, bei wem man rein sollte in der Firma, dann ist schon die Geschichte fast schon sehr gut. Oder vermeintlicher, oder sagen wir mal, das Ausnützen der Raucherinnen und Raucher. Das ist wirklich etwas, das international funktioniert. Wir haben auch Aufträge außerhalb der Schweiz. Und die Raucher, es gibt ja immer mehr Länder, da kann man nicht mehr in den Büros rauchen. Das heißt, die Raucherinnen und Raucher, die gehen meistens in ganzen Gruppen runter vors Gebäude, rauchen 1-2 Zigaretten, gehen dann in der Gruppe wieder rein und mit dem Lift hoch beispielsweise. Und das kann man relativ einfach ausnutzen, auch wenn man nicht dazu gehört, auch wenn man mit einem Badge beispielsweise reingehen sollte. Mache ich immer wieder, auch im Ausland. Ich schaue zuerst mal, wie sind die Personen gekleidet, sehr gepflegt, mit Anzügen oder eher etwas casual. Ich gehe dann gleichwohl gekleidet dazu, obwohl die mich nicht kennen, obwohl ich sie nicht kenne, rauche dann 1-2 Zigaretten mit und gehe dann mit dem Pult rein. Und bis auf einmal wurde ich noch nie gefragt, man hat mich einfach reingelassen und ich bin dann irgendwo im Bürogebäude und da kannst du dich ziemlich frei bewegen. Einmal hat mich eine Mitarbeiterin, ich war das als Letzte, wollte ich da rein und die ist dann stehen geblieben und hat mich so angeguckt und bekam einen roten Kopf. Ich habe sie dann gefragt, ja, wollen Sie etwas wissen von mir? Weshalb werden Sie jetzt rot? Dann hat sie gesagt, ja, ich getraue mich fast nicht zu fragen, aber gehören Sie zu uns? Und ich hatte keinen Badge, ich hatte nichts. Mhm. Ich war nur mit einem Anzug gekleidet, aber ohne Krawatte. Und dann hat sie gesagt, ja, auf meine Frage, weshalb sie jetzt mich gefragt hat, hat sie gesagt, ja, sie hätte sich fast nicht getraut. Ich würde aussehen wie ein Chef und sie hätte Angst gehabt, dass ich zu ihrem Chef gehe und reklamiere, weshalb sie mich fragt. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, ich kenne ihren Chef. Und ich werde zu ihm gehen und werde ein Kompliment aussprechen, dass sie die Einzige sei jetzt in diesem Konzern, die mich je gefragt hat. was sie da eigentlich tun? Ein super positives Aha-Erlebnis, ja. 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 Ja, weil ich denke, also das ist auch in der Verhandlung so, wenn du halt irgendwie sehr gut gekleidet bist, dich quasi so auf ähnlichem Niveau bewegst, dann gemeinsam rauchen gehen, das verbindet natürlich auch wieder, das überzeugt natürlich wieder und dann einfach reingehen, weil es einfach normal ist, weil es einfach Gewohnheit ist und mehrere Menschen denken natürlich jeder dann auch, ja, irgendeiner von denen kennt den wahrscheinlich, also dieser Effekt da auch, dass man sich da gar nicht eben, ja, vielleicht dann halt auch als jüngerer Mensch dann vielleicht denkt, ja, das muss irgendein Chef sein oder so ein internationales Unternehmen. Da sind ja die ganze Zeit Leute da, die man nicht kennt. Die kommen vielleicht vom Headquarter, die kommen vielleicht von einer anderen Filiale oder was auch immer, dass das eben dann wunderbar funktioniert. Ja, okay. Also, ist vielleicht noch etwas anderes im ganzen Bereich Social Engineering, das funktioniert ja eben nur, weil der Mensch als solches ausgenutzt wird oder manipuliert wird im Bereich der Psychologie, im Bereich der Technik, aber auch Taktik. Und da spielen eben sehr viele psychologische Faktoren mit, weshalb man beispielsweise eben jemanden nicht fragt, obwohl man vielleicht fragen möchte. Man hat eine gewisse Zurückhaltung. Wir in unseren Breitengraden sind uns gewohnt, dass man sehr nett ist zueinander. Man hat grundsätzlich ist man überzeugt, das Gegenüber will nichts Schlechtes, sondern ist positiv, ist gutmütig.
Und man hat auch Angst, jemanden zu fragen, weil man befürchtet dann, wie gesagt, vielleicht von einem Chef dann eine kritische Bemerkung, was hält, fragen Sie überhaupt? Und das sind alles Faktoren oder Druck aufsetzen, Gegebenheiten, zeitlicher Druck aufsetzen, beispielsweise bei Voice Phishing mit Telefon, wo man eben auch Social Engineering betreibt, um Informationen zu erlangen. Da kann man Druck aufsetzen, psychischen Druck auch. Und das sind dann eben Punkte oder Aspekte, wo der Mensch manipuliert wird, das Human Hacking eben zu 100% funktioniert. Ja, und heute mit beispielsweise LinkedIn ist es ja noch viel einfacher, weil ich kann ja im Unternehmen schauen, wer ist der Head of IT zum Beispiel oder Marketing oder was auch immer, und dann kann ich einfach anrufen und sagen, der Chris wollte von mir noch unbedingt diese Zahlen haben, können Sie mir das schnell helfen? Oder der Chris ist momentan nicht erreichbar und der wollte mir noch die Quartalszahlen nennen. Und schon nur mit diesem Name-Dropping, das funktioniert wahrscheinlich gar nicht so schlecht, nehme ich mal an. Also du hast absolut recht. Vor jedem Cyberangriff, du hast es anfänglich gesagt, das ist in aller Munde, Cyberangriffe, Cybercrime, vor jedem Cyberangriff wird Social Engineering betrieben, weil die heutigen Firmen oder Institutionen, die sind technisch eben gar nicht so schlecht aufgestellt im Bereich der reinen IT-Sicherheit. Und da funktioniert ein, sagen wir mal, Massenangriff auf der Cyberschiene eben nicht mehr. Das heißt, es wird sehr, sehr gezielt, werden Firmen angegriffen, beispielsweise, oder Institutionen. Und dazu gehört eben auch die Informationsbeschaffung, eine umfangreiche Informationsbeschaffung, und Social Engineering ist genau das, was du gesagt hast, sich den einfachsten Weg oder die einfachste Lücke in einer Firma zu suchen und zu finden. Und das sind eben Personen, die identifiziert werden, einfach über die sozialen Medien beispielsweise, sind die Einfallstore, wo ich möglichst schnell einfach einen günstigen Angriff durchführen kann. Ohne Vorbereitung geht fast nichts mehr heute. Mhm. Ja, und vor allem diese ganzen E-Mails, die sehen ja immer wie besser aus. Also etwas, was mir jetzt aufgefallen ist in den letzten Monaten, ist wirklich, dann wirst du angerufen und dann fragt man das Paket, ob man zu Hause sei, man kommt Paket vorbei und das ist ja so, meistens hat man ja irgendwas bestellt. Oder in einem Unternehmen sowieso. Das heißt, also da, die werden immer wie besser. Ich merke jetzt auch, dass im deutschsprachigen Raum auch das Deutsch wird immer wie besser, dass man da halt wirklich halt versucht, die Leute, also nicht nur im Privaten, also die Enkeltrickbetrüger und so weiter, sondern auch, halt auch im Businessumfeld, den Leuten irgendwelche Daten rauszuholen, oder ich schicke ihnen jetzt eine Mail, die müssen jetzt da noch bestätigen, weil sonst kriegt der CEO sein Paket nicht und dann möchte man eben, wie du sagst, keinen Ärger haben oder so. Und dann kommt noch der Zeitdruck dazu und dann klickt man dann irgendwas dran und zack, sind sie drin, oder? Ja, ist klar, ich gebe ja viel Schule auch noch und mache ja auch viele Referate. Und es gibt so natürlich grundsätzliche Punkte zum Beachten im Bereich dieser Phishing, sogenannten Phishing-Mails. Ist sicher grundsätzlich doziere ich immer eher ein Mail zu viel löschen, als irgendwo darauf eingehen. Wenn es in einer Firma ist mit Tragweite oder mit Folgen, die eine gewisse Tragweite haben könnten, da empfehle ich natürlich das Vier-Augen-Prinzip oder den Chef, oder wenn jetzt das Beispiel, wie du gesagt hast, wenn irgendeine Lieferung an den Chef geht, telefonisch den Chef anfragen, intern, du, hast du was bestellt, erwartest du jetzt diese Lieferung, das erleichtert viel, oder eben das Vier-Augen-Prinzip, dass man noch mit Kolleginnen und Kollegen fragt, wo kann das überhaupt sein? Mhm. Aber im Zweifelsfall eher ein Mail zu viel löschen, weil die wirklich was bestellt haben oder was erwarten, da kommen die Mails nochmal. Ja. Nebst dem normalen Kontrollblicken vom Adressaten her und vom Deutsch, von der Orthographie, und kann es überhaupt sein, beispielsweise, wenn von einer großen Kommunikationsfirma in der Schweiz irgendein Mail kommt, geben Sie
innerhalb 24 Stunden ihr Passwort übers Mail bekommt, dann, wenn man sich da zwei, drei Dinge überlegt, das ist nicht, also absolut unwahrscheinlich, dass, dass eine Swisscom beispielsweise oder ein eine Sunrise irgendwo so ein Mail raus ist. Das ist, gibt es gar nicht. Ja. Du hast vorangesprochen, dass du auch dozierst. Du hast ja sogar den Studiengang gegründet, CIS Business Protection an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Und was war so der Impuls oder die Notwendigkeit, dass es so ein CIS gibt? So eine, weil es heißt ja Business Protection, also wirklich Geschäfts, so quasi ja, das Geschäft zu beschützen. Also wie bist du das darauf gekommen? Warum ist das so wichtig, dass man die Leute in diesem Bereich ausbildet? Ja, ich habe ja erwähnt, dass ich auch außerhalb der Schweiz doziere. Und im Bereich Informationssicherheit und Social Engineering auch. Und in einem Weltkonzern habe ich noch ein Mandat auf der Stufe Konzernleitung. Und an dieser firmeninternen Akademie gebe ich auch Schule. Und der ganze Bereich Wirtschaftsschutz, da geht es um Deutschland jetzt, Wirtschaftsschutz, der ist eigentlich in der Schweiz noch, der steht der völlig in den Kinderschuhen. Und der ist in Deutschland mindestens 10 Jahre weiter. Und da hat die damalige Bundesregierung, die hat da Druck aufgesetzt und wirklich auch zwei große Abteilungen gebildet, die echten Wirtschaftsschutz betreiben. Das heißt, die sind aufgrund von vor allem Wirtschafts- und Industriespionage, nachher auch Cyberattacken, stehen die von diesen Bundesämtern, stehen die den Firmen zur Verfügung, um die entsprechend zu beraten, wie sich das einzelne Unternehmen gesamthaft schützen soll und kann. Es ist eben so, noch in der EU gibt es noch Bestimmungen, die jetzt in Kraft getreten sind, dass wenn sich Firmen nicht richtig schützen und angegriffen werden, dass es zu einem großen Schaden führt, können die zusätzlich noch bestraft werden. Nicht nur was Cyber anbelangt, sondern eben auch Spionage. Mhm. Und das ganze Wirtschaftsschutz ist relativ komplex, ist firmenübergreifend, betrifft eben von der Infrastruktur bis hin zum Informations- und Datenschutz und dem, sagen wir, Persönlichkeitsschutz von den Verantwortlichen einer Firma, betrifft alles, was man sich vorstellen kann. Und da, dieses Konzept habe ich entworfen und das wurde dann für sehr gut befunden, das haben wir auch eingeführt dort. Und ich habe einfach festgestellt, in der Schweiz gibt es das noch nicht. Wir haben jetzt langsam, sind wir etwas erwacht in der Schweiz und man hat mindestens im Bereich der Cyberabwehr, der Cyberkriminalität, hat man jetzt Mittel geschaffen, die auch für die Wirtschaft gut sind, wo es mindestens jetzt zentral auch die Daten hinkommen und man Abwehrmaßnahmen bzw. Präventionsmaßnahmen eben auch bündelt und aktiv den Firmen zur Verfügung stellt. Aber der Wirtschaftsschutz, also der integrale Unternehmensschutz, der ist noch nicht so richtig Thema in der Schweiz. Und das wollte ich reinbringen, aber wir stehen da in den Anfangsphasen, weil wir merken, die Unternehmungen sind jetzt, nach einigen Jahren ist es ihnen bewusst geworden, dass sie im Bereich der Cyberangriffe mal etwas tun sollten. Hat wahrscheinlich auch mit dem Druck zu tun. Links und rechts von ihnen wurden eben schon Firmen angegriffen. Und sie selbst, dann muss man was tun. Das war vor 4-5 Jahren noch nicht so. Wo wir aber in diesem Bereich noch überhaupt nicht weit sind, beispielsweise in Schulen und Gemeinden. Da ist man noch auf der Stufe, noch einige Jahre zurück, da hat man noch nicht gemerkt, dass man mit den Informationen und Daten eigentlich sorgsam umgehen müsste. Man hat auch eben leider den Hebel dort nicht. Also eine Firma beispielsweise, die angegriffen und erpresst wird,
die kann im schlimmsten Fall Konkurs gehen und alle Leute entlassen. Mhm. Das ist natürlich ein riesiger Hebel, wenn man sich das vorstellt. Eine Institution, nämlich eine Gemeinde, eine Verwaltungseinheit oder eine Schule beispielsweise, die einen Cyberangriff oder eine Cybererpressung hat oder hatte und dann vielleicht 2-3 Wochen inaktiv ist, die geht nicht Konkurs. Das heißt, der Steuerzahler muss dann den Schaden berappen und die ganze Aufarbeitung, aber das gibt dann meistens die Verantwortlichen, da gibt auch wenig Konsequenz. Das ist etwas schade, weil da hat man noch großen Handlungsbedarf. Was ist denn so die Zielgruppe, die da teilnehmen an diesem CAS? Was haben die so für Funktionen in den Unternehmen oder Behörden? Bunt gemischt vom Einzelunternehmer, der im Sicherheitsbereich tätig ist, bis hin zum Geschäftsleitungsmitglied einer großen Versicherung zum Beispiel, der einfach das Thema umfassender Unternehmensschutz oder Business Protection gesamthaft anschauen will. Oder auch Sicherheitschefs von Großdetailisten, die vielleicht im Alltag mit der physischen Sicherheit und mit der Personensicherheit zu tun haben und mit Rückständen oder mit Diebstählen in ihren Firmen oder Filialen, aber eben die Gesamtbetrachtung eben wenig damit zu tun haben und in der Gesamtbetrachtung können Sie dann nachher besser nachvollziehen, welche Punkte Sie in der Früherkennung von, sagen wir mal, Kriminalitätsphänomenen oder Angriffsphänomenen das besser einordnen können, um Strategien zu entwerfen, aber auch operative Tätigkeiten zu entwerfen, um eben diesen Angriffen frühzeitig entgegenzuwirken und Abwehrmaßnahmen frühzeitig zu implementieren. Sehr gut. Du sprichst da immer mal wieder mit diesen Behörden, auch mit diesen Unternehmen. Was sind so Alarmsignale, wo dir so quasi alle Alarme angehen, überall die roten Lämpchen leuchten? Auf was müssen Unternehmen denn heute achten? Oder was sind so Alarmsignale, wenn du diese oder jene Punkte hörst, dann weißt du, da gibt es einige Risiken oder Gefahren. Was hörst du so immer wieder? Ja, kleinere Firmen oder Gemeinden auch oder Schulen, wenn man da mit dem Thema Sicherheit kommt, grundsätzlich mit der Sicherheit, wenn dann die Antwort kommt, ohne dass ich es angesprochen habe, ja, wir haben unsere IT ausgelagert und die schauen ja wohl schon für die Sicherheit. Ja. Oder ja, wenn wir ein Problem haben, dann stellen wir die 117 ein, dann kommt dann die Polizei. Oder so eine Aussage, ja, also wir wurden noch nie angegriffen und wenn wir angegriffen würden, dann würde ich das merken. Das sind so Aussagen, da schrillen alle Alarmglocken, aber ich bin mittlerweile so abgestumpft, dass mich das nicht mehr groß berührt. Psychisch, sondern ich denke einfach, da wird es sehr, sehr schwierig, dann mit Argumenten zu verhandeln zum Thema oder mit Argumenten weiterzukommen, dass diese Personen da oder diese Verantwortlichen eben auf die Schiene der Tugend gebracht werden kann. Da ist sehr vieles absolutes Denken dahinter, wo man vielleicht gar nicht sich mit dem Thema befassen will. Ja, dass man das eben sofort so kurz angesprochen. Das heißt, es ist halt leider sehr oft so, es muss zuerst etwas passieren, damit etwas passiert in diesen Themen, oder? Und das halte ich halt für schwierig, wenn jemand halt, wie weniger Ahnung, dass jemand hat, auch vor allem von IT, das merke ich selber auch immer wieder so in gewissen Gesprächen, wo man denkt, wir haben da einen externen Dienstleister und die machen das schon. Oder wenn es um Daten oder Geschäftsgeheimnisse geht oder so, da ist Vorsicht angebracht, genau. Ja. Ja, weißt du, es ist ja nicht nur die IT und das ist das, was eigentlich so ziemlich den Frust eben gibt, dass man sich als Verantwortlicher einfach dann
sagt, ja, das ist irgendwo, hat mit Elektronik und Informatik zu tun. Und da ist irgendeine externe Firma dafür zuständig und die werden das dann wohl schon richtig machen. Und erstens hat es meistens nicht nur mit der IT zu tun. Und zweitens, eine IT-Firma ist nicht automatisch dafür verantwortlich, dass die Informationssicherheit oder die Sicherheit generell im Unternehmen oder auf der Gemeinde dann durchgesetzt wird. Und die Polizei eben auch nicht. Die Polizei kommt dann erst, wenn etwas passiert ist. Aber auch nur in einem Rahmen, wo die Polizei ausrücken muss. Also die rückt nicht aus, wenn irgendwo ein paar Informationen fehlen. Vor allem nicht am Wochenende. Und ich muss dann versuchen zu erklären auch, dass ja, es ist ja schon gut, beispielsweise, um bei diesem Beispiel zu bleiben mit der IT, ist ja schon gut, wenn die IT einigermaßen geschützt ist. Aber wissen Sie, ich war jetzt gerade in Ihrer Gemeinde auf der Kanzlei und habe die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter abgelenkt und die ging dann ein paar Minuten weg und da war niemand in der Kanzlei. Man kann einfach rein, man kann den Bildschirm, der nicht gesperrt ist, abfotografieren. Man kann beispielsweise Dokumente, die auf dem Pult liegen, mitnehmen und so weiter. Das ist alles nicht gesichert. Ja, und dann kann man dann eben ausreden. Ja, das kommt nie vor und wenn wir das merken, dann rufen wir die Polizei. Und da merke ich dann, man will sich gar nicht mit dem Thema befassen, beziehungsweise man sagt dann, ja, was haben wir denn schon für schützenswerte Daten? Und dann sage ich immer, ja, sie haben in ihrer Gemeinde auch wahrscheinlich gute Steuerzahler, die vielleicht nicht möchten, dass all die Details an die Presse kommen oder irgendwie benutzt werden können. Aber das sind irgendwo Überlegungen, die werden oft nicht angestellt. Ja. Gibt es so eine Geschichte, du hast ja, ich glaube, Chris, du könntest mal irgendwie so deine Top 10 Geschichten in ein Buch schreiben, die du erlebt hast. Das von sicher lustigen Sachen, aber auch traurige Sachen. Gibt es so ein Highlight, was du gerne teilen möchtest, was du immer wieder so erzählst, was du auch darfst? Natürlich anonym ist ja klar, aber gibt es so irgendeine Geschichte, die du immer wieder gerne erzählst in dem Zusammenhang? Ja, gibt, wie du sagst, ich könnte ein Buch schreiben, ich werde ja immer wieder gebeten, irgendwo meine Dinge zusammenzufassen, aber ich glaube, da stellvertretend für viele Dinge jetzt in meiner 14-jährigen Selbstständigkeit schon so eine kurze Geschichte, wo einfach das richtige Entscheiden eines Geschäftsführers dazu geführt hat, dass man die Täterschaft relativ schnell dingfest machen konnte. Ist stellvertretend nicht von der Schwere her des Delikts, überhaupt nicht, aber stellvertretend, dass man sich überlegt, was kann alles passieren. Na, wir sprechen, völlig egal, im welchem Kanton, wir sprechen von einem Handwerksbetrieb, die auch Lehrlinge ausbilden. Wir sprechen von einer dunklen Winternacht. Ich bekomme einen Anruf des Anwalts dieser Firma und sagt, hey, da hat ein Abteilungsleiter Bemerkungen oder gewisse Dinge bemerkt, die komisch sind. Man wollte da, es war schon Feierabend, man wollte da zur Polizei, die war dann geschlossen. Und jetzt wendet man sich an eure Firma. Könnt ihr helfen? Die Geschichte dahinter ist, der Abteilungsleiter, der hat Spuren im Schnee gesehen, die von der Lehrlingswerkstatt zu einem nahen Wäldchen geführt haben. Der ging dann dorthin und hat sauber verpackt im Unterholz eine teure Bohrmaschine entdeckt. Und zwar war das eine Bohrmaschine, die frisch bestellt wurde. Die war mehrere tausend Franken wert, eine Tischbohrmaschine, die noch relativ schwer war. Und die war original verpackt in diesem Unterholz versteckt. Ich habe dann richtig geschaltet, habe den Geschäftsführer informiert und habe gesagt, hey, wir sollten was tun, wir müssen die Polizei alarmieren. Wahrscheinlich wird das dort bereitgestellt, um dann später abtransportiert zu werden.
Wie gesagt, die Spuren im Schnee hat richtig kombiniert. Die Polizei war nicht erreichbar oder konnte nicht ausrücken. Wir haben dann sofort, obwohl an anderen Fällen beteiligt, haben wir eine kleine Überwachung aufgezogen. Und knapp eineinhalb Stunden später kamen dann diese beiden oder kamen zwei Täter, wir wussten das noch nicht. Einer davor war ein Lehrling und der andere war ein Komplize. Die haben dann versucht, diese Spurmaschine abzutransportieren, haben wir sie festgenommen und dann die Polizei gerufen. Und da sind kleine Erfolgserlebnisse natürlich, die war für die Firma sehr, sehr wichtig, an den Lehrling entlassen, Strafanzeigen gestellt und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die man als Unternehmen eben richtig tun kann oder falsch wäre oder weniger gut wäre gewesen, dass man sagt, ja, wir rufen dann morgen früh die Polizei an und die kann dann eben nichts mehr tun, wenn beispielsweise die Maschine wieder weg ist. Ja. Das ist nicht sehr, wahrscheinlich nicht sehr spektakulär jetzt, aber wir haben ja schon immer wieder solche schöne Erlebnisse. Ja. Ja. Auch. Sehr gut. Ja. Chris, eine Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle, ist, was war denn so deine persönliche schwierigste Verhandlung, die du selber hattest? Ja, zuweilen sind wir nicht nur Kriminellen oder Tätern auf der Spur, die wir überführen wollen, sondern es gibt im Rahmen von Verhandlungen eben auch Mandate, da agieren wir fast schon wie Mediatoren zwischen Parteien, die vielleicht sich fast wieder das Blut bekämpfen. Und dann das Schwierige ist, die an einen Tisch zu bringen, wenn vielleicht Lösegeld bezahlt werden muss oder eine Summe bezahlt werden muss, damit die gegenseitigen Vorwürfe oder Drohungen eben aufhören. Und die an einen Tisch zu bringen und dann den richtigen Ton zu finden, dass die überhaupt miteinander sprechen, das ist zuweilen eine Herausforderung, vor allem wenn es dann noch in anderen Sprachen mit total anderen Ethnien geht. Da muss man sich extrem gut vorbereiten, schauen, wo sind die Knackpunkte, wo sind die heiklen Verhaltensweisen bei anderen Ethnien, anderen Religionen. Und das irgendwo auf einen Mittelpunkt zu setzen, wo man noch agieren kann als Gesprächsführer oder Mediator, das ist zuweilen eine große Herausforderung. Aber man muss nicht immer ins Ausland gehen, wo vielleicht unterschiedliche Kulturen da miteinander streiten und dann vielleicht man zu einer Lösung kommen kann, sondern auch in der Schweiz hatten wir einen Fall. Da gab es innerhalb der Verwandtschaft, hat man seit Jahren nicht mehr miteinander geredet. Man hat Anzeigen gegen Familienmitglieder gemacht, noch und nöcher. Die Polizei war mehrere Male ausgerückt, wegen Hausfriedensbruchs etc. etc. Also bis aufs Blut bekämpft. Man hat sich nicht mehr gesprochen, man hat nur noch Kraftwörter ausgetauscht. Und ich habe dann irgendwann nach mehreren Anwälten, die da auch das versucht haben, habe ich gesagt, ja, jetzt machen wir die pragmatische Lösung, jetzt machen wir ein Gespräch. Ich in der Mitte am Tisch, zwei Tische mit Abstand und jetzt sind diese Punkte, die wir besprechen, jetzt schaut euch in die Augen. Und am Schluss waren die dann nach 70, eineinhalb Stunden, haben beide geweint und haben sich die Hand gegeben. Und da gab es dann ein nicht ganz ein Happy End, aber mindestens haben da die Anwürfe und die Drohungen mal aufgehört, oder? Ja. Und da weiß man meistens nie, wie es ausgeht. Es hätte auch sein können, dass sie dann Türletzen wieder verreisen, oder? Ja. Ja, aber so quasi, dass man das Gespräch sucht, dass man sich mal gegenüber sitzt. Ja. Genau. Mhm. Sich in die Augen schaut, oder? Mhm. Und mal auch zulässt, dass man einander auch mal die Kappe waschen kann und das macht man aber, muss man eben sagen vorher, die Spielregeln bekannt geben und nicht sagen, ja, ihr dürft jetzt nur nett miteinander sprechen, sondern muss auch zulassen, dass man mal Tachles reden darf. Ja, genau.
So Chris, zum Schluss, wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann diese Person das tun? Du bist Geschäftsführer der Swiss Business Protection AG und auch Inhaber der Econ Plus GmbH. Also, was machen diese Unternehmen? Wann bist du die richtige Person und wie kann man dich kontaktieren? Ja, man kontaktiert mich so oder so. Meistens über Mail oder das Handy oder unser Festnetzanschluss, aber nicht nur ich werde natürlich kontaktiert, zum Glück. Also Econ Plus beschäftigt sich vor allem mit Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität und Swiss Business Protection, Abwehr, Cyber, Attacken, Cyberkriminalität, aber eben auch Industrie-, Wirtschafts- und Werkspionage oder generell die Wirtschaftskriminalität und vor allem auch Beratung, wenn irgendein Vorkommnis ist in einer Firma oder Institution, das man nicht richtig einordnen kann, um eben auch mal nach ein paar Minuten zu hören, ja, es könnte in diese Richtung gehen. Da gibt es diese und jene Gegenmaßnahmen, die wir unterstützen können oder für die Firmen oder Institutionen eben übernehmen können. Und da, ja, auf unser Festnetzanruf oder mein Handy oder die E-Mail-Adressen von unserer Homepage auf swissbp.ch. Sehr gut. Ich packe das alle in die Shownotes rein, diese Kontaktinformationen von dir, Chris. Vielen Dank, warst du heute mein Gast. Es war sehr, sehr, sehr spannend. Ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang weitersprechen. Wie ich das schon beim letzten Mal, wo wir uns getroffen haben, da habe ich so viele Fragen gehabt. Und vielen Dank, also dir heute die Zeit genommen und hat das geklappt. Und bei mir ist es immer so, zum Schluss, das Schlusswort gehört immer dem Gast. Chris, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Gibt es so eine Message, die du teilen möchtest? Dann bitteschön. Ja, vielen Dank, Friederik, auch, dass du die Gelegenheit am Schopf gepackt hast, die aktuellen Themen da aufzugreifen, und danke für deine Zeit. Ja, ich werde oft gefragt, ja, gibt es im Bereich der Cyberdefense, Cyberabwehr, gibt es da Dinge, die man in drei Sätzen sagen kann, wie muss ich mich verhalten? Jetzt ist das natürlich nicht so ganz profan, um das zusammenzufassen, aber jetzt gerade für Firmen oder Institutionen gibt es, glaube ich, drei Punkte, die extrem wichtig sind im Bereich der Cyber Defense. Also man muss die Infrastruktur richtig aufbauen oder mindestens richtig aufsetzen und dann kontrollieren, durchtesten. Man muss die Awareness, Schulung aller Mitarbeitenden eben durchführen und nicht nur der IT-Abteilung oder irgendwo einem einzigen, der noch für die Technik zuständig ist, sondern eben alle Mitarbeitenden. Und man muss einen Notfallplan erstellen, dass man weiß in der Firma, was müssen wir jetzt tun, wenn wir tatsächlich mal angegriffen werden würden. Dass nicht alle wie aufgescheuchte Hühner davonrennen. Das wäre so meine Message. Wenn man das irgendwie anheben kann oder verfolgen kann, dann sind wir schon ein kleines Stückchen weiter.